Das hier ist der Cara Tour 540 von Weinsberg. Der heißt bei World Surfer Roadhouse. Und was der so kann und wie der von innen aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Um euch den Einstieg in den Bus zu erleichtern, gibt es eine elektrische Trittstufe. Um die auszufahren, klickt ihr hier einmal auf diesen Knopf. Dann kommt die rausgefahren und so könnt ihr ganz locker in den Bus einsteigen. Hier seht ihr auch direkt schon eure Küche. Hier ist der Essbereich. Hinten euer super großes, gemütliches Bett. Hier habt ihr noch ein Badezimmer. Und oben gibt es sogar auch noch ein Bett. In der Küche habt ihr einen Herd mit zwei Gaskochfeldern. Wie genau die funktionieren, erkläre ich euch später. Dann habt ihr eine Spüle mit fließend Wasser. Und hier unten einen Kühlschrank. Sogar mit Eisfach hier oben, wenn ihr mal Eiswürfel oder Lebensmittel kühlen wollt, ins Eisfach packen wollt, dann ist das natürlich super praktisch. Und direkt unterm Eisfach könnt ihr den Kühlschrank ein- und ausstellen. Wenn ihr einmal hier an dem Rädchen dreht, am besten so auf die mittlere Stufe hier zur Seite. Und um den Kühlschrank auszustellen, das Rädchen wieder rumdrehen auf off. Außerdem hat die Küche jede Menge Stauraum. Einmal hier oben diese Klappe. Da bekommt ihr jede Menge Zeug, Lebensmittel zum Beispiel, unter. Hier habt ihr eine Besteckschublade. Und hier noch Stauraum, wo ihr eure Töpfe, Pfannen, Tassen, Teller oder Lebensmittel unterbringen könnt. Und hier an der Seite gibt es auch nochmal einen Schrank. Um hier kochen zu können, braucht ihr natürlich Gas. Die Gasflasche findet ihr hinten im Kofferraum, die dreht ihr da auf. Und dann müsst ihr hier noch einen zweiten Hebel umlegen. Hier der graue, wo der Kochtopf drauf ist. Den dreht ihr zur Seite. Dann ist die Gasleitung auf und ihr könnt den Herd benutzen. Dazu klickt ihr einmal hier auf diesen Knopf drauf, dreht den zur Seite und klickt dann auf diesen Knopf hier drauf. Und dann geht die Herdplatte an. Achtet darauf, dass ihr beim Kochen mindestens ein Fenster oder am besten die Tür hier auf habt, damit das Gas aus dem Bus fließen kann. Und hier über dieses Rädchen, wenn ihr es wieder zurückdreht, ist die Flamme wieder aus. Bitte denkt daran, nach dem Kochen auch den Gashahn wieder zuzudrehen. Also einerseits hier den Kochtopf wieder schließen und hinten die Gasflasche wieder zudrehen. Das Tolle ist, dass wenn ihr hier kocht, der Dampf sofort hier rausziehen kann an der geöffneten Tür. Ihr habt hier auch noch ein Fliegengitter, ein riesengroßes, das könnt ihr hier einfach zur Seite ziehen. Achtet darauf, dass wenn es dunkel ist, man das manchmal übersieht. Also nicht dagegen laufen oder durchlaufen, sondern immer dran denken, das Fliegengitter ist noch da. Um das wieder zur Seite zu schieben, macht ihr das am besten hier unten, weil wenn ihr hier oben drückt, geht es nicht zurück, sondern hier unten wieder zur Seite schieben. Und wenn ihr in eurer Küche eine größere Arbeitsfläche haben wollt, könnt ihr diese Klappe hier nach oben klicken. Da könnt ihr was abstellen oder mal was drauf schnibbeln. Und um die wieder einzuklappen, klickt ihr hier auf diesen Knopf. Einmal nach oben klicken, dann könnt ihr den Tisch wieder einklappen. Das hier ist der Essbereich. Hier habt ihr einen Tisch und Sitzmöglichkeiten und außerdem nochmal Stauraum hier oben. Einmal diese große Klappe hier, dann hier an der Seite nochmal zwei kleine Fächer und ein Fenster. Wie alle Fenster im Bus öffnet man dieses Fenster hier einmal, indem man die schwarzen Hebel zur Seite legt. Dann kann man das Fenster aufklappen. Und man hört schon an verschiedenen Stufen einrasten. Ihr habt hier ein Fliegengitter, das könnt ihr nach unten ziehen und hier unten einklinken. Und ihr könnt das Fenster auch abdunkeln, indem ihr die Lamellen hier unten nach oben zieht. Um das Fenster wieder zu schließen, öffnet ihr es einmal komplett, bis es nicht mehr weitergeht. Dann könnt ihr das Fenster wieder zurückziehen und hier wieder die schwarzen Haken einklinken. Das große Küchenfenster funktioniert genauso. Also auch das öffnet ihr, indem ihr die schwarzen Häkchen hier zur Seite schiebt. Dann könnt ihr das Fenster öffnen, ganz nach außen schieben, um es wieder zu schließen und hier wieder einzuhaken. Und auch beim großen Küchenfenster gibt es natürlich ein Fliegengitter und eine Abdunklung.
Ihr könnt euren Tisch noch vergrößern, indem ihr einmal an diesem schwarzen Knopf hier zieht. Einfach nach unten ziehen, dann könnt ihr die Verlängerung ausfahren und habt ein bisschen mehr Ablagefläche. Wenn ihr es euch richtig gemütlich machen wollt und zu viert am Tisch sitzen wollt, könnt ihr die beiden Vordersitze noch umdrehen. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Genau, den Sitz, um den zu drehen, zieht ihr den erstmal ein Stück nach vorne, hier über diese schwarze Stange, die schiebt ihr nach oben. Dann könnt ihr den Sitz nach vorne ziehen. Dann stellt ihr die Rückenlehne in eine senkrechte Position, hier über dieses Rädchen. Und jetzt könnt ihr den Sitz drehen. Dazu habt ihr hier hinten am Sitz einen Hebel. Den klickt ihr nach hinten und dann könnt ihr den Sitz ganz einfach umdrehen. Falls ihr euch fragt, wo ihr den Verbandskasten und das Warndreieck findet, das ist hier unterm Esszimmertisch in dieser Klappe. Wenn ihr die einmal aufklappt, dann seht ihr hier euer Safe-Trio. Falls ihr euch fragt, was das hier eigentlich ist, das ist eine Tablet- und Smartphone-Halterung. Wenn ihr die einmal hier nach oben zieht, und hier unter diesem Pfeil die Klappe rausklappt, dann könnt ihr hier euer Tablet oder euer Smartphone einklemmen. Wie alle Fenster im Bus könnt ihr auch die Vorderfenster abdunkeln. Dazu klickt ihr einmal mit beiden Fingern hier so rein, zieht es zusammen und dann könnt ihr ganz vorsichtig diese Lamellen nach vorne ziehen. Bis nach vorne, das hält dann von selbst. Und das gleiche macht ihr hier vorne bei der großen Frontschutzscheibe. Auch da einmal mit beiden Fingern hier reinklicken und einfach zur Seite ziehen. Natürlich von beiden Seiten. Und dann könnt ihr die Lamellen hier in der Mitte einfach zusammenheften. Die halten magnetisch. Hier in der Küche sind eure Lichtschalter. Ein Lichtschalter für jeden Raum. Außerdem habt ihr hier eine 230 Volt Steckdose. Die funktioniert nur, wenn ihr den Bus an den Außenstrom angestöpselt habt. Ihr habt insgesamt drei 230 Volt Steckdosen. Eine hier unten in eurem Esszimmer und eine hier hinten im Schlafzimmer. Außerdem habt ihr hier noch eine 12 Volt Steckdose. Die funktioniert auch, wenn ihr nicht am Außenstrom angestöpselt seid. Genauso wie der USB-Anschluss hier und der USB-Anschluss hier oben. Das hier ist euer Badezimmer mit Dusche und Toilette. Ihr habt hier sogar ein Fenster. Das könnt ihr öffnen, indem ihr diese schwarzen Haken hier zur Seite schiebt. Dann könnt ihr das Fenster hier auf verschiedenen Stufen einstellen und öffnen. Ihr habt hier natürlich auch ein Fliegengitter und eine Möglichkeit, das Ganze zu verdunkeln, damit niemand von außen reinguckt. Euren Wasserhahn könnt ihr gleichzeitig als Duschkopf nutzen. Den könnt ihr hier einfach rausziehen und entweder draußen als Außendusche nutzen oder natürlich auch hier drin, hier oben einhängen. Um beim Duschen ein bisschen mehr Platz zu haben, könnt ihr sogar den Toilettensitz noch zur Seite schieben. Und ganz wichtig, verwendet auf jeden Fall den Duschvorhang. Den findet ihr hier in diesem Schrank. Den klickt ihr einfach hier mit den schwarzen Knöpfen hier oben ein. Das ist magnetisch und geht fast von selbst. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr den Duschvorhang einmal komplett drumherum zieht, damit die Wände nicht kaputt gehen und damit euch nicht aus Versehen das Wasser in euren Bus läuft. Außerdem habt ihr hier oben noch eine Stange, die könnt ihr nach unten ziehen und hier zum Beispiel ein Handtuch mal einhängen. Bitte lasst den Duschvorhang nach dem Duschen gut trocknen, damit er nicht schimmelt. Ich packe den jetzt einfach mal wieder hier in den Schrank, wo ihr direkt auch euren Stauraum seht, wo ihr jede Menge Kleinkram unterbringen könnt. Außerdem gibt es noch diese Schublade hier und auch hier nochmal verschiedene Fächer für Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel und so weiter. Wenn ihr den Duschkopf wieder als Wasserhahn verwenden wollt, dann schiebt ihr den einfach hier ganz vorsichtig wieder zurück und klickt den hier wieder rein. Um die Toilette zu benutzen, dreht ihr den Toilettensitz am besten hier so ein bisschen zur Raummitte, macht den Toilettendeckel nach oben und dann seht ihr hier an der Seite diesen grauen Hebel. Den schiebt ihr zur Seite,
Dann geht hier die Toilettenkassette auf. Wenn die Toilettenkassette auf ist, dann könnt ihr euer Geschäft verrichten und danach auf diesen blauen Knopf hier drücken. Das ist nämlich die Toilettenspülung. Einfach kurz gedrückt halten und dann danach die Kassette hier über den grauen Hebel wieder schließen. Hier an der Seite seht ihr noch eine Anzeige, die ist gerade grün. Das bedeutet, dass die Toilettenkassette leer ist bzw. noch nicht voll. Wenn sie voll ist, dann wird diese Anzeige hier rot und dann müsst ihr die Kassette leeren. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich euch später. Erstmal, damit ihr die Toilettenspülung und die Dusche überhaupt benutzen könnt, braucht ihr natürlich Wasser und die Wasserpumpe. Und wo ihr die findet und einschalten könnt, das zeige ich euch hier. Hier habt ihr den Bordcomputer sozusagen. Da seht ihr einmal hier unten links dieses Symbol. Das ist euer Frischwassertank. Und wenn ihr da einmal draufklickt und geklickt haltet, dann seht ihr hier an dieser Anzeige, dass der Tank jetzt gerade leer ist. Das heißt, ihr könnt nicht duschen und die Klospülung nicht benutzen. Wenn der Tank voll ist, dann seht ihr das hier an der Anzeige. Dann ist es hier rechts außen im grünen Bereich. Damit die Toilettenspülung und die Dusche funktioniert, braucht ihr außerdem die Wasserpumpe. Und die Anzeige dazu seht ihr hier. Wenn ihr hier einmal draufklickt, dann schaltet ihr die Pumpe ein. An bedeutet hier, dieses orange Lichtchen leuchtet. Und um die Pumpe wieder auszuschalten, klickt ihr einfach nochmal auf dieses Symbol. Dann ist die Pumpe wieder aus. Bitte denkt dran, die Pumpe nach dem Toilettengang bzw. nach der Dusche unbedingt wieder auszuschalten. Sonst läuft sie nämlich dauerhaft durch und geht leider kaputt. Um zum Duschen warmes Wasser zu haben, müsst ihr den Boiler einschalten. Das geht hier über diesen Bordcomputer. Da klickt ihr einmal hier auf diesen Home-Button und nochmal ein zweites Mal, um in diese Ansicht zu kommen. Hier oben in der Mitte steht warm Wasser, da klickt ihr dann drauf und schaltet es hier ein. Jetzt müsst ihr eure Gasflasche aufdrehen. Wo ihr das genau macht, das zeige ich euch gleich. Und könnt jetzt hier wählen, ob ihr spülen wollt, ob ihr duschen wollt oder ob ihr lange duschen wollt. Das lasst ihr dann so und dann läuft der Boiler. Der läuft, wie gesagt, über Gas. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr den nach dem Duschen oder nach dem Spülen wieder ausschaltet, damit ihr nicht unnötig Gas aus eurer Gasflasche verbraucht. Damit das Gas auch am Boiler ankommt, müsst ihr hier noch einen Schalter umlegen. Einfach diese Klappe hier öffnen und dann seht ihr hier den oberen Schalter. Den einmal öffnen, also so zur Seite drehen, dann fließt das Gas zum Boiler und ihr könnt warm duschen. Vergesst bitte nicht nach dem Duschen den Gashahn hier auch wieder zuzudrehen und auch die Gasflasche im Kofferraum wieder zuzudrehen. Hier im Kofferraum findet ihr die Gasflasche. Wenn ihr einmal auf diese Knöpfchen hier drauf drückt, könnt ihr den Schrank öffnen. Da steht die Gasflasche drin. Und die öffnet ihr einfach hier oben, wenn ihr an dem Rädchen dreht. Am Ende eurer Reise solltet ihr den Frischwassertank entleeren. Das geht ihr hinten im Kofferraum, direkt hinter der Küche. Da ist diese Klappe hier, die öffnet ihr und dann seht ihr den grünen Hebel. Den legt ihr einmal um, dann läuft der Tank leer. Denkt daran, den Hebel dann auch wieder zu schließen, also den Tank wieder zu schließen, damit man ihn auch wieder neu mit Frischwasser befüllen kann. Euer Frischwassertank umfasst 100 Liter und wenn ihr den bis auf 20 Liter entleeren wollt, um Gewicht zu sparen, dann könnt ihr das hier über das weiße Rädchen, das dreht ihr einmal auf und dann läuft der Tank komplett leer bis auf 20 Restliter. Das hier ist euer Schlafzimmer. Hier habt ihr eine mega bequeme Matratze mit Lattenrost. Außerdem habt ihr hier hinten zwei Leseleuchten. Die klickt ihr einfach an. Wenn ihr da einmal mit dem Finger dagegen tappt, dann gehen die an. Außerdem habt ihr jede Menge Stauraum, diese vier großen Fächer hier oben. Und diese Ablagefläche hier unten. Außerdem habt ihr drei Fenster hier hinten im Schlafzimmer, die ihr natürlich öffnen könnt. Und an jedem Fenster habt ihr auch ein Fliegengitter, das ihr nach unten ziehen könnt. Und natürlich Abdunklungen, um zu schlafen, die ihr einfach nach oben ziehen könnt. Ihr habt nicht nur euer Schlafzimmer hier unten, sondern auch noch ein Schlafzimmer oben. Und hier gibt es sogar ein Dachfenster. Um das zu öffnen, zieht ihr einmal an dieser Stange hier, also nach unten, und schiebt die Stange nach vorne. Dann könnt ihr das Fenster an verschiedenen Stufen einhaken bzw. einrasten und es so weit öffnen, wie ihr möchtet. Achtet nur darauf, dass wenn ihr das Fenster wieder schließt,
für die Häkchen auch wieder einrasten. Um euer Dachbett aufzuklappen, müsst ihr erstmal diese schwarzen Schlaufen hier lösen. Dann seht ihr hier diese Metallvorrichtung. Da dreht ihr einmal nach links, dann kommt der Haken hier raus und dreht das Ganze nach rechts wieder ein Stück zurück, damit sich es nicht verkantet. Das Gleiche macht ihr natürlich auch auf der anderen Seite. Einmal nach links drehen, dann nach rechts wieder zudrehen. Und dann drückt ihr diese Stange hier nach oben und dann geht das Dach fast automatisch auf. Damit ihr in euer Dachbett raufkrabbeln könnt, findet ihr hier eine Leiter. Die klappt ihr einmal auf und hakt sie dann hier oben ein und dreht die Sicherung zu, dass die Leiter nicht wegrutscht. Bitte nutzt tatsächlich die Leiter, um nach oben zu klettern und nicht den Tisch hier, weil der sonst kaputt geht. Und damit ihr oben Licht habt, müsst ihr erstmal hier diesen Lichtschalter anmachen, damit das Licht oben funktioniert. Wenn ihr den Lichtschalter unten angemacht habt, könnt ihr auch den Lichtschalter hier oben anmachen. Außerdem habt ihr hier noch zwei Leselampen. Wenn ihr da einmal draufklickt, dann gehen die an. Ihr habt hier auf beiden Seiten eine Ablagefläche und jeweils einen USB-Anschluss, um zum Beispiel eure Handys zu laden. Außerdem habt ihr eine mega gemütliche Matratze mit Rausfallschutz, den ihr hier einhängen könnt. Und ihr könnt natürlich auch die Fenster öffnen und habt dahinter auch Fliegengitter. Und bei schönem Wetter könnt ihr dann hier eure Panorama-Aussicht genießen. Jetzt sind wir hier leider im Studio, aber stellt euch einfach die Berge oder das Meer vor. Um das Dach wieder einzuklappen, nutzt ihr am besten diese beiden Schlaufen hier, wickelt die Bänder so ein bisschen um eure Hände und zieht das Dach dann nach unten. Genau, so weit, bis ihr die Stange greifen könnt. Und dann achtet bitte darauf, dass ihr den Stoff hier ein bisschen reinzieht, damit der nicht außen im Dach eingeklemmt wird. Den könnt ihr hier so ein bisschen einrollen und verstecken. Und dann zieht ihr das Dach komplett nach unten. Jetzt hakt ihr wieder diese Metallhaken ein. Also erstmal nach links aufdrehen und nach rechts wieder zudrehen. Natürlich auf beiden Seiten. Und dann hakt ihr die schwarzen Schlaufen hier wieder ein. Und dann könnt ihr weiterfahren. Um es schön kuschelig warm in eurem Bus zu haben, könnt ihr natürlich die Standheizung einschalten. Die läuft über Gas und deswegen dreht ihr zuerst mal im Kofferraum hinten die Gasflasche auf. Dann findet ihr hier unter dieser Klappe hier oben einen Gashahn. Den dreht ihr auf und dann könnt ihr hier oben an eurem Bordcomputer die Standheizung einschalten. Der Bordcomputer geht hier an, einmal hier draufklicken. Wenn ihr nochmal draufklickt, kommt ihr in diese Übersicht und hier oben links seht ihr Raumklima. Da klickt ihr einmal drauf und dann seht ihr hier Heizen. Einmal anklicken und dann könnt ihr hier die Temperatur wählen, die ihr im Bus haben wollt. Zum Beispiel 20 Grad. Hier oben könnt ihr auf Ventilation klicken und hier die Stufe wählen. Bis Stufe 10, dann wird es sehr schnell warm. Könnt aber auch natürlich das einfach auf Stufe 2 zum Beispiel laufen lassen. Die warme Luft kommt dann über diese Lüftungsschächte hier in den Bus. Also schaut, dass ihr kein Gepäck und nichts davor stehen habt. Sollte die Standheizung mal nicht funktionieren, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass das Fenster nicht geschlossen ist. Also achtet darauf, dass ihr das Fenster geschlossen habt, weil unter dem Fenster ist der Auslass von der Standheizung. Und damit die Luft nicht in den Raum zieht, ist es wichtig, dass ihr das Fenster geschlossen habt. Wenn das Fenster auf ist, erkennt der Sensor das und dann geht die Standheizung nicht an. Wenn es im Winter in eurem Bus mal unter 6 Grad kalt sein sollte, dann kann es passieren, dass der Boiler nicht funktioniert, weil sich der Kälteschutz aktiviert, damit der Boiler nicht einfriert. Dann entleert er sich von selbst. Und wenn das passiert, dann könnt ihr einfach hier dieses blaue Knöpfchen reindrücken, dann funktioniert der Boiler wieder. Natürlich passiert es aber nicht, wenn es in eurem Bus wärmer ist als 6 Grad, wenn zum Beispiel die Standheizung läuft. Den blauen Knopf, den seht ihr von hier übrigens nicht. Der versteckt sich hier an der Rückseite von diesem schwarzen Ding hier. Und den klickt ihr hier hinten einfach wieder rein.
Falls ihr euch fragt, was das hier für eine Schnur ist, das ist die sogenannte Strangsperre. Wenn ihr im Bus die Standheizung laufen habt, dann werden automatisch eure beiden Wassertanks, also der Frischwassertank und der Abwassertank, mitbeheizt, damit die im Winter nicht einfrieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Frühjahr oder im Herbst unterwegs seid und das Wasser gar nicht gefrieren kann, dann könnt ihr die Strangsperre einschalten, indem ihr hier einmal an diesem Seil zieht, dass das hier einrastet. Und dann werden die beiden Wassertanks nicht mit beheizt und ihr habt in eurem Innenraum noch schneller die warme Luft. Jetzt zeige ich euch noch die Außenanschlüsse am Bus. Ihr habt hier einmal euren Stromanschluss. Da könnt ihr euch mit dem Kabel am Außenstrom anschließen, zum Beispiel auf dem Campingplatz. Das steckt ihr hier einfach so dran und rastet das ein. Um das Kabel wieder rauszuziehen, klickt ihr einmal auf diesen blauen Schalter hier und dann könnt ihr den Stecker wieder rausziehen. Dann seht ihr hier noch eine Klappe, dahinter versteckt sich die Toilettenkassette. Einmal im Schlüssel hier aufschließen, dann könnt ihr mit beiden Daumen diese Knöpfe reindrücken und die Klappe öffnen. Das ist die Toilettenkassette. Um die rauszunehmen, klickt ihr diesen blauen Schalter hier nach oben, zieht ihr die hier raus. Und um die Kassette auszuleeren auf dem Campingplatz, gibt es dafür extra vorgesehene Stellen. Ihr schiebt das Röhrchen zur Seite, öffnet hier vorne die Klappe und kippt die Kassette so aus. Damit es ein bisschen schneller geht, könnt ihr hier noch das Luftventil öffnen, indem ihr den blauen Knopf gedrückt haltet. Dann spült ihr den Kasten einmal mit Wasser aus, macht die Klappe hier vorne wieder drauf, schiebt das Röhrchen wieder zur Seite und packt die Kassette wieder ein. Genau, dann schließt ihr die Klappe einfach wieder, sperrt sie ab und das war's auch schon. Am Ende eurer Reise solltet ihr den Abwassertank entleeren. Auch dafür gibt es auf Campingplätzen dafür vorgesehene Stellen. Dazu dreht ihr einfach diesen Hahn hier nach unten. Dann kommt hier das Abwasser raus und wenn der Tank leer ist, schließt ihr den wieder. Das hier ist der Auslass von der Standheizung. Und hier vorne unter dieser Klappe findet ihr einmal euren Dieseltank und den AdBlue-Tank. AdBlue muss man ungefähr alle 5000 Kilometer wieder nachfüllen. Ihr bekommt es vorne am Display angezeigt. AdBlue bekommt man an jeder Tankstelle und ihr solltet es, wenn es angezeigt wird, auf jeden Fall auch auffüllen, weil ihr sonst nicht mehr weiterfahren könnt. Auf dieser Seite vom Bus findet ihr den Frischwassertank. Nicht zu verwechseln mit dem Dieseltank. Der Dieseltank ist auf der anderen Seite. Hier steht zur Sicherheit auch nochmal Water dran. Da kommt wirklich nur das Frischwasser rein. Den schließt ihr einmal auf mit dem Schlüssel und füllt ihn zum Beispiel mit einem Schlauch oder mit dem Wasserkanister auf. Gehen insgesamt bis zu 100 Liter rein. Und wenn ihr ihn aufgefüllt habt, dann verschließt ihr ihn einfach wieder mit dem Schlüssel. Ich zeige euch jetzt noch den Kofferraum. Ihr habt hier einmal einen Fahrradträger für zwei Fahrräder. Bitte achtet darauf, dass ihr beim Öffnen der Tür den euch nicht aus Versehen an den Kopf haut. Passiert auch gerne beim Schließen der Tür, dann bekommt man ihn gegen den Hinterkopf. Also Vorsicht! Dann seht ihr hier jede Menge Stauraum zum Beladen. Hier könnt ihr wirklich jede Menge Gepäck unterbringen und das hier ganz nach oben stapeln. Außerdem seht ihr da hinten diese Holzplatte, die könnt ihr rausnehmen und dann noch weiter durchladen, um zum Beispiel ein Snowboard oder ein Surfbrett oder Skier mitzunehmen. Und ihr seht schon, es sind schon ein paar Sachen im Kofferraum drin. Das bekommt ihr von Roadsurfer mit. Ihr habt einmal einen Wasserkanister, das Stromkabel, um den Bus an den Außenstrom anzuschließen, Auffahrkeile, wenn ihr mal schief steht, zwei Campingstühle und einen Campingtisch. Das hier oben ist die Stange, um die Markise auszukurbeln. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Das da oben ist eure Markise und ihr seht hier auch schon die Vorrichtung, wo die Stange reinkommt. Da steckt ihr die Stange rein und fangt dann an zu kurbeln. Wenn euch diese Stange hier zu kurz ist, könnt ihr die an dieser Stelle auch noch verlängern. Bei mir ist sie jetzt lang genug, deswegen kurbel ich erstmal so.
so lange, bis ihr an diese Beine, die hier drin versteckt sind, drankommt. Und dazu löst ihr erstmal diese Laschen hier an der Seite. Dann könnt ihr das Bein rausnehmen. Wenn ihr diesen Hebel hier nach oben legt, könnt ihr den unteren Teil des Beins nach unten fahren. Unten aufstellen. Mal mit dem Schuh drauf, damit ihr den oberen Teil ein bisschen nach oben schieben könnt. Und hier den Hebel wieder umlegen und zwar so weit nach oben klicken, bis er tatsächlich einrastet. Geht manchmal ein bisschen schwerer, ihr könnt aber nichts kaputt machen. Das gleiche macht ihr natürlich auch auf der anderen Seite. Erstmal das Scharnier hier zur Seite schieben, dann könnt ihr das Bein rausnehmen und verlängern. Den oberen Teil wieder ein Stück nach oben schieben und hier den Schalter nach oben klicken, bis er einhakt. Dann stellt ihr die Beine am besten ein Stückchen weiter nach hinten, damit ihr weiter kurbeln könnt und noch ein bisschen Platz habt, um die Markise auszufahren. Jetzt fehlen nur noch die zwei Stühle und der Tisch. Genauso schnell wie die Stühle ist auch der Tisch aufgebaut. Ich zeige euch das einmal hier, wie es geht. Einfach hier die Beine ausklappen, diese Vorrichtung hier mit diesem Rädchen hier abschließen und dann hier noch die Beine verlängern. Dann könnt ihr es euch nicht nur im Bus, sondern auch draußen unter der Markise geben.